Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Death Stranding. Ich habe ein bisschen für mich gespielt und ein paar Zonen freigeschaltet, beziehungsweise sag gleich angeschlossen. Und dabei habt ihr eigentlich nicht sehr viel verpasst, bis auf eine Zone. Jetzt zeige ich euch mal ganz kurz. Ist die Fotografin. Die hat mich dann gebeten, dass ich doch so ein Fotoapparat hol von ihrem Dad. Der war hier in diesem Lager. Da gab es ein bisschen einen Schusswechsel. Und Dad wollte damit eigentlich GDs irgendwie fotografieren, weil es irgendwie modifiziert war. Und da waren aber Fotos drauf von so Höhlenmalereien, wo Delfine zu sehen waren, von Gebieten, wo die damals das hätten gar nicht sehen können. Und da war die Vermutung irgendwie, so was Art Meeressturz, beziehungsweise dieser gestrandete Tod, den gab es vor tausenden von Jahren vielleicht schon mal. Und der Bergsteiger hat diesbezüglich eventuell noch ein paar Infos. Da müssen wir hin. Ja, das ist soweit jetzt unser Ding. Ich habe auch zwei Straßen gebaut. Einmal hier, das kleine Teilstück nach da unten und das kleine Teilstück nach da oben. Ich hoffe, die anderen Straßen werden dann auch noch irgendwann fertiggestellt. Eventuell, wenn wir hier alles angeschlossen haben. Okay, also, erstes Ziel zum Bergsteiger. Das ist momentan so mein Lasten-LKW und wenn ich irgendwo Metalle sehe oder Keramik, das macht man vor allem für die Straßen, dann lade ich das in den LKW ein. So, Abmarsch. So, da seht ihr, das ist die erste Straße, das ist die zweite. Wir nehmen mal die. Ach, wie schön, das fängt schon wieder zum Regnen an. Das ist aber blöd, wenn wir hier mit dem LKW unterwegs sind. Und so viele Likes, wie die Straße schon hat, gehe ich eigentlich davon aus, die wäre eigentlich schon fertig. Aber ich habe noch nicht alles freigeschalten. Naja. Okay, wir parken den... Muss ich mal schauen, hat es vielleicht eventuell eine Schutzzone hier irgendwo? Nicht in der unmittelbaren Nähe. Schade. Na gut, müssen wir den nochmal kurz draußen stehen lassen. Südele. Wir parken hier. Nochmal die Fracht hier mal ein bisschen umladen. Wir nehmen das mal auf den Rücken. Das auch. Das auch. Das auch. So, habe ich Resine mit. Du kommst in den Truck rein. Spezielle Legierung kann auf den Truck. Das habe ich, glaube ich, noch nicht abgelegt. Nicht tödliches Sturmgewehr. 30 Munition. 30 Munition. Blutbeutel haben wir mit. Ja, sollen wir vielleicht nur den Lastenschweber mitnehmen? Wo ist denn der Lastenschweber? Da. Auf dem Rücken. Einmal automatisch anordnen. Besten Dank. Okay. Wollen wir mit dem geilen Teil hier mal uns eine Abkürzung verschaffen. Zeitrutsche. Und zwar nach da hinten. Das sind zwar GDs. Aber wir jumpen dann gleich eins weiter. Also man kann mit den Dingen wie so ein Netz machen. Da oben hin geht's. Und schnell wieder weg. Es ist eine geile Art zu reisen, muss ich schon sagen. So, noch eins weiter. Oh ja, das könnte es wirklich überall geben. Okay, ich würde sagen, hier steigen wir ab. Wir gehen am besten... Ja, da so runter. Ist zwar nicht optimal, aber es funktioniert.
Wir brauchen bald neue Stiefel. Ja, gut. Jetzt auf Power schnell machen, bringt uns hier eh nichts. Upsale, da geht's ein bisschen runter. Ah, was kommt? Was soll's? Wir gehen da runter. Nice. Oh mein Junge, weit ist es nicht mehr. Gehen wir bis dahin. Moin! Boah, ich bin so froh, wenn ich mal endlich mal wieder das BB hab. Sam Bridges, wir müssen ein Paket an jemanden verschicken. Sie ist ein Paradiesvogel. Sie lebt noch weiter oben in den Wolken als wir. Und ihre Forschung, naja, die könnte man außergewöhnlich nennen. Wir reden hier von richtig okkultem Zeug. Auch wenn sie diese Bezeichnung nicht mag. Sie taucht in die Geheimnisse des Kosmos ein, wie sie sagt. Jedenfalls habe ich in den Bergen diesen Stein mit Handabdruck gefunden. Als ich davon erzählte, war sie völlig aus dem Häuschen. Keine Ahnung, was für einen Hokuspokus sie da hineininterpretiert. Aber ich habe mich gefragt, ob du ihn ihr bringen könntest. Der UCA-Beitritt hat mir die Augen geöffnet. Zum Beispiel weiß ich jetzt, dass da draußen viele Leute versuchen, den gestrandeten Tod zu verstehen. Klar, ihre Ideen mögen für mich völliger Wahnsinn sein, aber ihr bedeuten sie offensichtlich etwas. Deshalb möchte ich ihr gern helfen. Also, mit deiner Unterstützung. Am Terminal findest du einen offiziellen Auftrag. Alles klar, noch weiter den Berg hinauf. Naja, was soll's. So, erstmal das liefern, was du hier wolltest. Warst es? Okay, komm. Kaum zu glauben, dass du die Fracht ohne einen einzigen Kratzer hergeschafft hast. Ja, ich bin halt ein Profi. So, dann abschließen bitte. Danke. Nice. Express Violett. Okay. Wir haben neue Materialien. Könnte vielleicht eine Straße wieder ausbauen. Eine Kleinigkeit. Was ist diesmal? Ah, okay. Okay. Eine selbstgebaute, gerade beschichtete, verbesserte Version des normalen Kletterverankerungen. Oh. Okay. Ja, nehmen wir mal mit. Gut. Fertig. Also, dein Auftrag. Ich hoffe, du gerätst da draußen nicht in Schwierigkeiten. Ach, wir doch nicht. Gute Arbeit. Neuer Auftrag. So. Ah, mit Rotz ausführbar von hier oben. Ja, dann mach mal. Setze Auto. So, nochmal hier rein. Auftrag für mich. Naja, ganz so weit weg scheint es jetzt nicht zu sein. So, mit dem brauche ich nichts. Alles umladen. Holy shit, das sind aber viele Fragmente. Oh, gut, habe ich ein Lastenschiff mit dabei. Sam, es ist genau wie das in South North City. Die Chiraliumbelastung im Wirbel ist jenseits von Gut und Böse. Langsam aber sicher bewegt er sich zu uns, nach Mountain Knot. Jedenfalls glaube ich das, aber ich sehe es nicht. Nicht mit bloßem Auge. Doch die Daten lügen nicht. Es ist das gleiche zeitliche Phänomen, das dich in ein Kriegsgebiet befördert hat. Habe ich dir das erzählt? Aber du warst doch nicht... Der Cupid-Begrenzer verkraftet die meisten chiralen Spitzen, aber noch eine Superzelle? Noch eine Superzelle? Ich sagte doch, es war dieselbe wie davor. Mama, bist du das?
Du hast mich erkannt, Sam. Ist eine Weile her. Aber eigentlich nicht. Malingen, Lockne, wir sind eins. Ein Körper, ein Geist, ein Wesen. Es hat keinen Sinn, einen Unterschied zu machen. Nicht in dieser Welt. Wir sind alle verbunden. Vergiss das nicht. Ja, ist überhaupt nicht schräg. Geil, das heißt, es kommt wieder Call of Duty die zweite oder sowas in der Art. Okay, jetzt muss ich mal schauen. Da oben hat so ein Ding. Es macht vielleicht Sinn, dass wir hier wieder raufgehen. Oder macht es Sinn? Jetzt mal kurz schauen. Das Teil ist da oben. Wir müssen nach da. Kann ich hier. Oh, warte mal, da ist noch eins da hinten. Vielleicht macht es doch Sinn, dass ich zu dem da hinten hingehe. Komm. Nee, den Fall. Muss nur da irgendwie wieder raufkommen. Moment, was war das? Achso, das waren. Die komischen Wimmer da. So, ist wieder Regenzeit hier. Komm, komm, du schaffst es. Schön hier rauf. Ich meine, es ist klar, warum er da oben steht, wegen der Luftverbindung. Aber zum Hinkommen ist einfach ein bisschen beschissen. Na komm, auf hier. Die Ware jetzt mal ein bisschen glitscht, das ist okay. Oh. Aber wenigstens Leitern hätten wir hier platzieren können. Komm, dankeschön. So, Seilrutsche benutzen. Nein. Kann ich den anderen auswählen? Okay, wir gehen nach da. Das spart uns einiges. Hey, aber da hinten war doch auch noch eins. Och, Menno. Da müssen wir hier runter. Gott. Gehen wir mal zu diesem Unterstand und werden mal das Wetter prüfen. Also. Na, ich will nicht das Konstrukt. Ja, ist da will ich. Ja, vermutlich ging es weiter, wenn das jetzt hier angeschlossen wäre. Ja, hier ist voll der Regen angesagt. Ja, dann werden wir hier mal ein bisschen Zeit im Regen, im Unterstand verbringen. Das kann man wiederholen. So. Wieder 10 Minuten. Wetter hat sich nicht gebessert. Okay, nochmal. Gibt's doch nicht. Was ist denn Wetter hier los? Ja, ich habe da jetzt aber keinen Bock da reinzulaufen, wenn jetzt hier scheiß Wetter ist. Das ist doch bestimmt nur wegen dem Auftrag. Okay, schauen wir nochmal nach. Nee, das wird einfach nicht besser. Ach, so ein Scheiß. Wie schaut's denn aus mit der Bewaffnung?
Tja, Bolagan nutzt Backseite, um Menschen oder GDs zu fesseln und festzuhalten. Ein Schuss. Es kann doch nicht sein, dass der Regen nicht weggeht. Bitte sag mir, dass es jetzt langsam weggeht. Ah Gott, musst du jetzt einfach durch. So ein Scheiß. Bin auch noch so mega beladen, Mann. Du bist vermutlich nicht der Schlaueste, oder? Okay, Zone verlassen. Hoffentlich, dass ein schlauer Weg jetzt ist. Mal da so seitlich hier rauf. Sprich, irgendwie so. Ja. Ich hoffe, ich muss hier nicht zweimal drauflaufen. Wollen wir das hier mal so ein bisschen umgehen? Ja, das ist extra für die Mission hier. Ah, hier runter. Ich finde es gerade voll super, dass ich nichts sehe. Stiefel mit dabei. Ich glaube, die würden einmal zurücklaufen, nicht gerade überleben. Okay, hier jetzt rauf. Leo. Okay, der Wind ruckt uns wirklich zur Seite. Wehe, das lohnt sich nicht. Echt. Wenn du nicht sofort beitrittst, dann weiß ich auch nicht. Solche Lieferungen sollten das Zehnfache kosten. Aber vor allem da oben erstmal überhaupt einen Bunker bauen, ne? Irgendjemand muss ja das ganze Material solche irgendwie mal da hochbringen. Und du schaffst es. Kannst du da irgendwie hochklettern? Bleib mal kurz stehen. Oh ja, er kann. Ah, wir gehen hier voll querfinder hin. Ich glaube, ich hätte da nichts gegen eine heiße Schubke, wenn ich da mal oben ankomme. Schaden. Okay, ich schau mal ganz kurz auf der Karte, wo wir sind. Es ist vielleicht gar nicht mal so blöd, wenn wir hier... Warte mal, ich tue das mir hier alles entfernen. Wenn wir ungefähr hier so entlang weitergehen. Ungefähr so.
damit das aufgeht. Okay, ich muss die Waffe weglegen, das ist sonst irritierend. Ja, Hauptsache, ihr habt geile Sachen, die ich jetzt eh nicht mitnehmen kann. Ne, ich werde nicht schlimmer. Und diese Schmuggis. Jetzt Gott sei Dank sieht man die Dinger recht weit. Wetterunabhängig. Warte mal, wir gehen hier links rauf. Natürlich als Transportmittel auch sehr praktisch wäre, wären Transporter. Ah, nicht Transporter, Hubschrauber. Nur die Frage, wie lange so ein E-Hubschrauber überhaupt fahren könnte. Wir haben es bald. Da hinten ist die Markierung. Ah, da geht es dann schon wieder runter. Ich habe bald keine Ausdauer mehr. Hüte dich vor dem Whiteout. Aha. Meinst du vielleicht das, wo ich jetzt gerade drin bin? Das hättest du mir auch früher sagen können. Nach dem Motto, ja du, da geht's gerade irgendwie ab. Vielleicht war das mal ein Tag oder so. Aber nein. Fast da. Glaube ich zumindest. Ne, ich glaube nicht wieder zurück. Oh, letzter Anstieg. Ist es sogar für die GTs ein bisschen zu stürmig hier. So, rauf hier. Komm, geh rauf. Jetzt 100 Meter. Plus minus. 50 Meter. Ja, schön verschätzt hier. Oh, sagt, wird es jetzt weniger? Ah, es wird weniger. Okay, wir müssen mal kurz stehen bleiben. Habe ich was da? Feldflasche, Energy. Trink mal bitte. Gut. Wir gehen dort auf. Ah, da hinten ist der nächste. Es fehlt vermutlich genau einer hier drin. Ah, da ist es ja. So, ich hätte da mal was. Und dann bitte Mitglied werden. Da war ich sehr froh. Liefern. Bitteschön. Sam Bridges, ich habe dich erwartet.
Der Bergsteiger hat mir alles über dich erzählt. Diese Hand, die du mir gebracht hast, dieser Abdruck, ist ein wichtiger Hinweis. Er stammt aus einer Zeit vor dem Beginn der Menschheitsgeschichte. Ich werde ihn datieren und die Ursache des gestrandeten Todes aufdecken. Und wenn ich das tue, lüfte ich damit alle Geheimnisse des Kosmos. Wusstest du, dass dieser Berg in grauer Vorzeit eine Pyramide war? Wirklich? Ja, natürlich. Es gibt keinen Ort, der dem Strand näher ist als dieser. Der Quelle, eine Quelle unermesslicher Kraft. Was glaubst du denn, wie dein chirales Netzwerk funktioniert? Aber ich schweife ab. Zeig mir den Handabdruck. Vielen Dank. Er ist sehr gut erhalten. Ja, wie immer 1A-Service. So, weiter. Okay, Bot ist auch fertig. Man hat dir den Titel großartiger Frachtträger verliehen. Ja, danke schön. Klasse 40. Weiter geht's. In Ordnung. Verbinde mich mit dem chiralen Netzwerk. Oh, Gott sei Dank. Aber so voll unhöflich. Ich lade nicht mal ein zum Aufwärmen oder so. Fast komplett hier. Gott sei Dank. Neues Interview. Und was ist denn da unten alles los an Symbolen? Dieser Bereich. Ja, okay. Jetzt habe ich alles, was ich zur Datierung des Handabdrucks brauche. Sobald ich Ergebnisse habe, teile ich sie dir und deinen Bridges-Kollegen mit. Das war eine gute Tat, Sam. Wenn du irgendetwas anderes findest, bring es direkt zu mir. Ich warte so lange. Nimm das hier. Ich bin sicher, es wird dir auf deiner Reise nützlich sein. Na, also Schoki, was zum... Was soll ich denn damit? Oh, wow, weißt, ich steig da den Berg hoch und dann kriege ich so ein Ding. Bis zum nächsten Mal, mein Freund. Ja, mal sehen. Sam, es hat geklappt. BB-28 ist in bester Verfassung. Auch keine Hinweise auf Restbindungen oder Heimweh. Vielleicht wurde seine Erinnerung ja doch ausradiert. Du musst es nur noch anschließen und mit ihm rausgehen. Okay. Ich wollte es dir so schnell wie möglich zurückgeben, aber... ich will nicht. Ich meine, ich will schon, aber die Sache ist etwas komplizierter. Was? Wir haben ein Problem. Vielleicht hast du von der Superzelle gehört, die sich auf Mountain Not City zubewegt. Ja. Ich habe meine Anlage verlassen, um einige zusätzliche Feldtests an dem BB durchzuführen. Und jetzt komme ich nicht mehr zurück. Ja, super. Kennst du die Hütte am Berghang? Nordöstlich von Mountain Not? Treffen wir uns dort. Ah, oh, ja, das ist eine Ausrede, damit er mit uns irgendwie solo reden kann. So, hast du... Warte mal, können wir eigentlich hier was recyceln? Weil hier oben macht es irgendwie wenig Sinn. Aufträge annehmen, mit Bots ausführbar. Das hat am meisten Likes. So. Und tschüss. Setze autonomen Lieferbot ein. Viel Spaß da im Sturm. Okay, für uns Standardaufträge. An Mountain Not City, an Bergsteiger. Soll man das machen? Ja, machen wir das mal schnell. Dann kann ich auch den LKW da wieder deponieren. An Bergsteiger. Babys verblüffende Lernmaterial.
Nee, ich warte damit noch. Ich muss erstmal schauen, ob wir jetzt hier wieder Fast Travel machen können. Alles umladen. Nehmen wir jetzt irgendwas nicht mit? Nee. Aufbrechen. Los geht's. So, 30 Minuten, um auf den Berg wieder runter zu. Ist sie hier mit Fahrzeug hier hochgefahren? Okay, wo ist das Gegenstück? Wo war das Ding, wo wir gestartet sind? Das ist das hier. Na, das da geht mit dem da und dem da geht mit dem hier. Dazwischen drin ist keins. Wirklich nicht. Was ist das hier alles? Bleib dran, bleib dran. Fragezeichen. Oh nein, wir müssen da oben hin. Mount Not City. Ah, aber da können wir mit dem Teil hier hin. Ah, und ich sehe dabei vermutlich so einen Weg, was man mit dem Fahrzeug fahren könnte. Also unser Ziel wird erstmal das hier sein. Ja. Also teilweise den Weg wieder retour. Stellen wir uns mal hier mal kurz hier rein. Ja, schade, dass wir da jetzt runterlaufen müssen. Da wieder rauf. Ich nehme das nächste Mal irgendwie ein LKW oder sowas mit. Jetzt wo ich weiß, wie sie aussieht. So, komm. Lauf mal runter. Da hat es eine Fahrzeugstation. Ja, bei der schauen wir mal ganz kurz vorbei. Komm, du schaffst es. Andererseits ist es schlau, mit dem Fahrzeug zu fahren, wenn man nichts sieht. Ja, vermutlich nicht. Oder Terminal, komm her. Nein, nicht weiterlaufen. Und dann aktivieren. Okay, scheiße, da ist nichts in der Garage. Gemeinschaftskasten. Granate. So ein Shit. Kaum was da. Okay, unsere Markierung ist. Nein, so sehe ich jetzt wieder nichts. Wir gehen am besten alles nochmal löschen. Wir gehen hier nach da, nach da. So. Nicht schlecht. Und da bitte so seitlich. Jo, ich sehe schon. Komm hinter noch, komm. Das wollen die Leute also hier upgraden, so wie es aussieht. Das ist gut, das ist dann die Reichweite höher, wenn man es upgradet. Komm. Da bleib mal kurz stehen. Ja, komm hoch.
Yes. Seine Rutsche, komm. Ich sehe gar nichts, aber ich glaube, hier runter müssen wir. Guess hier runter. Alter, das hört ja gar nicht mehr auf mit dem Sturm. Ja, okay, jetzt weiß ich, wo wir sind. Oder ist das quasi jetzt schon die Superzelle? Ah ja, da sind die Gittis. Hab sie nicht vermisst. Wir müssen dann einfach gleich sofort eins weiter. Sonst gibt's Stress. Jo, da sind sie. Und tschüss. Nice. Er steht noch da. Okay, ab in die City. So, rein. Oh, aber dann können wir den gerade nochmal reparieren, weil der hat Schaden vom Zeitregen. Oh, gib Vollgas. Ja, es bleibt doch halt nicht stehen. Komm. Es ist so dumm. Gut, rein hier. Ja, ich weiß, wir werden die Schuhe dann auch gleich austauschen. So, da. Gibt es hier erstmal eine tolle Tracht hier? Was ist da hinten? 6 Minuten anstatt 30. Profi halt. So, liefern, bitteschön, danke. Ja, ich weiß. So. Hey, Sam. Also, es, tut mir leid, dir wieder zur Last zu fallen. Aber es ist wirklich wichtig. Was wow. Denn? Ah, wie hast du es so schnell hergeschafft? Du beeindruckst mich immer wieder. Sehr schräges Statement. Alles klar. Nice. Wir werden das hier durchstehen. Deinetwegen. Vielen Dank, Sam. Suddenly. Ja, nee, jetzt keine Lust auf einen neuen Auftrag. Wir gehen jetzt erstmal. Ah, halt, das wollte ich gar nicht. Das ging ja mit B. So, überspringen. Nice. Perfekt. Okay. Liebe Leute, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal Pause, beziehungsweise Ende der Episode. Und dann sehen wir uns in der nächsten wieder, wenn wir zu der Hütte raufgehen. Und dann schauen wir mal, was es so für News gibt. Und ich glaube, in der nächsten Episode werden wir einen Bosskampf haben. Wird spannend. Haben wir ja super Wetter da draußen. Also, bis dahin. Macht es gut. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server.
Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.